Tristans Frust ist geplatzt. Die schmutzigen Details zuerst. Kein Kommentar. Ich werde keine schmutzige Wäsche waschen. Ist die Wäsche denn schmutzig? Kommt auf die Perspektive an, aber ich sag nichts. Bitte. Okay, nur so viel. Ich habe seitdem weder Rebecca noch Marlene erreicht. Dann stimmt es also, was in der Glanz und Gloria steht, die beiden. Bist du richtig mit anfassen? Was? Hey, Olli. Hey. Machst du mir einen Halt? Klar. Mir auch, ne? So gut wie fertig. Wann will er mir denn noch die kalte Schulter zeigen? So Pizze, kleinen. Mal ganz ehrlich, das kann dauern. Meinst du, ich hab's also mal wieder versaut, so richtig? Weiß ich nicht. Danke, du bist den ganzen Tag irgendwie nur schlecht. Ist auch irgendwie blass. Ich geh ins Bett. Ciao. Gute Besserung. Sag mal, Platz machen. Sag mal, hat sich Bella eigentlich noch mal gemeldet? Nein. Hast du sie noch mal gesehen? Nein. Es ist trotzdem komisch. Für einen Moment habe ich echt gedacht, dass sie da war. Warum versucht sie überhaupt, mich anzurufen, wenn sie dann nicht mehr erreichbar ist und auch nicht mehr zurückruft? Weil sie wahrscheinlich total durcheinander ist. Ich meine, du hast zwar den ersten Schritt gemacht und bist nach Tübingen gefahren, aber für sie ist die ganze Sache ein bisschen komplizierter. Wieso? Weil sie sich entscheiden muss, ob sie das Ganze überhaupt will. Sie wusste auch bis jetzt noch nicht mal, dass sie adoptiert ist. Aber sie hat versucht, mich zu erreichen. Ja, okay, das hat sie, aber sie hat auch nicht umsonst mit unterdrückter Nummer angerufen. Wahrscheinlich war das ein kleines Antesten und jetzt hat sie kalte Füße. Ich werde das ja nun mal nicht schlau. Das musst du auch heute Abend nicht mehr. Und das mache ich jetzt. Und du stellst dich da ein bisschen hin und entspannst dich. Und hörst auf zu grübeln. Hey, Tristan. Hallo, Olli. Mach mir bitte einen Kaffee. Klar. Ich wollte nur noch mal sagen... Was? Dass es dir leid tut? Ja. Das muss ein Albtraum für dich sein. Was genau? Dass meine Verlobte mich vom Traualtar stehen gelassen hat oder dass sie mich mit meiner eigenen Schwester betrogen hat? Sorry, ich wollte dich jetzt... Oder tut es dir vielleicht leid, dass... der gesamten Welt lächerlich gemacht habe. Und dass alles, wovon ich jemals geträumt habe, eine einzige Lüge war. Das alles tut mir leid. Mach mir einfach einen Kaffee. Vielleicht noch was gegen den Kater dazu? Immer her damit. Dann spar dir dein Mitleid. Also auf jeden Fall, entweder einige ich mich schnell mit der Brauerei oder gar nicht. Alles klar. Gut, danke. Bis später. Pass auf. Ja, ciao. Ciao. Entschuldigung. Ich suche Oliver Sabel. Blöd, der ist gerade weg. Aber so eine Stunde bestimmt wieder zurück. Okay, gut, danke. Mann, hat der Chef eine Laune. Kein Wunder nach der Nummer gestern. Ihr seid ja nicht als Kommentatorin angestellt, sondern als Kellnerin. Guten Morgen. Guten Morgen. Abgang gestern war ja nicht gerade sehr gräflich. Bitte? Naja, ich kenne den Spruch sonst noch vom Zigaretten holen. Du wolltest was zu trinken besorgen und das war's dann. Ja, und? Ja, ich bin durch diesen riesigen Kasten geirrt. Und dann hat da noch so ein ekelhafter Geltyp versucht, mir 100 Euro zu bezahlen. Hat er doch wirklich... Ich verstehe schon, das war Ansgar. Was verstehst du? Natürlich reicht es nicht dumm genug, dass es mit dem Autoklau nicht geklappt hat. Sag mal, geht's noch? Ich hab mir die ganze Nacht deinen Kummer angehört und versucht, dich zu trösten. Was soll das jetzt? Was denn mit so einem Mehrgeld?
so recht. Du bist ein Idiot. Ich habe echt meine eigenen Probleme und brauche nicht noch den Sondermüll von anderen. Gut, dann kannst du doch aufhören, mich zu behelligen und dich um mein eigenes vermurstes System kümmern. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Möchtest du vielleicht deinen Ärger mit einem Getränk runterspülen? Ja, ich nehme Kaffee schwarz, bitte. Gut, kommt sofort. Ich habe eine Familie. Und ich brauche ganz sicher keinen halbirren Stalker, der sich als mein Bruder ausgibt. Klar soweit? Klar. Das gehört dir. Ich habe hier meine Nummer draufgeschrieben, nur für alle Fälle. Hallo, Papa? Bella, hast du meine Nachricht abgehört? Ja, und ich würde wirklich total gerne mitkommen zum Grab heute. Ich kann allerdings erst so am späten Nachmittag, so gegen 5. Wieso denn so spät? Ja, ich bin nicht in Tübingen. Wo denn? Was ist das überhaupt für ein Lärm bei dir? Bist du in einer Kneipe? Papa, bitte, ich muss jetzt Schluss machen. Wir sehen uns so gegen 5, okay? Mein Gott, ich frag doch nur. Ich weiß. Schon gut. Ich hab dich lieb, Papa. Ciao. Ich würde gern zahlen. Einen Kaffee. Mach dann 1,80 Euro und so. Dankeschön. Schönen Tag noch. Dir auch.